Hold on. You're going to die. Crawl back to your mother. No. This way. So. Und schon geht es weiter hier bei Let's Play That's Together it. Diablo 3 Hardcore, nicht im TS oder dergleichen. Ja, wir hatten auch schon geplant, jetzt so in der Vorbereitung, wo wir dann noch größenwahnsinnig wurden und dann gesagt haben, ja, Let's Play und oh, wir werden ja Inferno, da werden wir ja sofort durchkommen und stuff. Da hatten wir auch die Idee, dass wir ja vielleicht mal, wenn wir dann später ein bisschen weiter sind, dass wir mal ein Let's Play Together wirklich in einem Raum aufnehmen und dann vielleicht mit Outdoor-Kamera und uns dann richtig schön besoffen dabei. Was haltet ihr denn davon, mal richtig besoffene Leute Diablo 3 spielen zu sehen? Ich meine nicht, dass es was Außergewöhnliches wäre, das hat man in Public Games wahrscheinlich ständig. Aber das wäre doch als Let's Play gar nicht so verkehrt, oder? Also ich stelle es mir sehr lustig vor, nur sollte man es, glaube ich, nicht mit Hardcore-Charakteren machen, weil sonst ist so ein Spiel dann nach 5 Minuten schon vorbei und dann bleibt einem nur noch die Flasche. Und da Alkohol ja keine Lösung ist, das wissen wir ja alle, ist das nicht empfehlenswert. Aber wie gesagt, das ist nur so eine kleine Idee von ganz vielen, die ich ja noch im Kopf habe, die wir hier mit so einem Let's Play noch umsetzen können. Und wir werden auch, für alle, die sich wundern, was hier dieser Black Mushroom ist, das werden wir auch noch herausfinden, vielleicht, wenn wir so weit kommen. Und wenn nicht, dann werden wir es mit unseren Hauptcharakteren mal kurz durchpushen. Da sind wir, wie gesagt, schon 60. Haben die größten Ziele bereits erreicht. Und hier wurden schon Gegner vergessen. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sein, ich finde diesen Sprung nicht so toll. Der ist zwar ganz nett, um Distanzen zu überbrücken, aber da gefällt mir das Aufstampfen doch ein bisschen besser auch. Und vor allem, weil es einfach, da hat er die Diamantenhaut, der Zardo, und fühlt sich toll damit mit seinen Engelsflügelchen. Ja, ja, das kennen wir. Aber weißt du, ich bin einfach so ein bockiges kleines Kind. Ich muss immer aufstampfen, wenn ich etwas haben will. Und deswegen benutze ich einfach diesen Aufstampf-Skill. Das war auch ein schwieriges Wort. Aufstampf-Skill. Sagt das mal ganz schnell hintereinander. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Nein, so fangen wir es gar nicht an. Das lassen wir schön bleiben. Und da hat man jetzt gerade auch so ein bisschen die Shockwave gesehen. Oh, und da liegt ganz viel Gold. Das müssen wir natürlich mitnehmen. Und wir haben die anderen hier einen Weapons Rack vergessen, wo jetzt ein Klapp rausgekommen ist. Und den haben wir jetzt ganz für uns alleine und können uns jetzt schön einen darauf freuen. Und spätestens, wenn die anderen beiden das Let's Play hier sehen, werden sie sagen, oh, er hat uns so betrogen, hat jetzt die beste Waffe im Spiel. Und dass es wirklich die beste Waffe im Spiel ist, das werde ich euch gleich mal zeigen. Und zwar werde ich jetzt gleich, da kommt ein Gegner raus. Wer hätte das denn gedacht? Dieser Klapp, der ist wirklich so sensationell gut, dass ich den schon fast auf den Boden schmeißen wollte. Aber wie gesagt, er bringt auch 2 Gold und Gold kann man immer gut gebrauchen. Und ja. Was wir auch noch nicht gefunden haben bis jetzt, was mich noch ein bisschen wundert, wir hatten noch keinen von diesen Schatzgoblins. Ein Schatzgoblin, für alle, die es nicht wissen, ist ein kleiner Schatzjäger, Schatzsucher, der einen vollen Beutel voller Gold und Gegenstände hat und die verteidigen will und vor uns wegrennt. Und wir müssen ihn so schnell wie es geht kaputt machen, weil er kann ein Portal beschwören, wodurch er sich dann wegteleportiert. Und das ist nicht gerade schön. Weil wir wollen ja die Items haben, die er uns da vorenthält. So möchte ich meinen. Und während wir hier die Kathedrale durchschreiten, sehen wir den ersten. Oder naja, nicht den ersten, aber einen Elite-Gegner. Und jetzt müssen wir wirklich aufpassen. Man hat schon gesehen, der hat gerade richtig zugelangt. Und jetzt könnte schon vielleicht der erste Moment sein, wo ich sterbe. Ich sag's jetzt schon mal voraus. Aber nein, ich glaube nicht daran. Immerhin sind wir hier professionelle Gamer. Und immer schön auf den Dicken. Und aufpassen, dass hier die Summoner nicht zu viele summonen. Denn da könnte auch wieder ein Problem sein. Weil, wie wir ja alle wissen, viele Minions machen auch viel Damage. Und da sehen wir schon auf der Minimap hier oben, wo unser nächstes Ziel ist. Und wir sollen hier, wenn ich mich richtig erinnere, was sollen wir denn hier machen? Ach so, wir haben ja jetzt die Krone gesammelt und sollen jetzt hier den gefallenen alten König von Tristram, den Wahnsinnigen, sollen wir hier
jetzt niedermachen, weil er hier das der Grund für all das Übel ist. Und da hat der Zador Yes gesagt zu den Schuhen. Ich glaube, beide haben Ja gesagt. Ja, und der Meldorian hat... You offend me. Na! Crawl no. back to your mother. Jetzt hat er uns aber beleidigt. Die. Also das gibt's ja wohl mal gar nicht hier, dass wir uns untereinander beleidigen. Also schade, dass das PvP noch nicht aktiv ist, ist jetzt auch sein einziges Glück, weil sonst hätte er jetzt meinen Speer zwischen den Augen. Komm, jetzt hört auf zu quatschen, zockt mal lieber ein bisschen. Und ich bin ja mal gespannt, in was für einem Abstand wir hier die Folgen raushauen werden, hochladen werden. Denn, ich sag mal, viertelstündige Folgen pro Tag sind für Diablo irgendwie zu wenig. Aber irgendwie muss man auch sagen, dass wenn man jetzt einmal die Woche 2 Stunden hochlädt, das ist auch wieder doof, weil dann wartet man zu lange auf die Folgen. Und ja, wie wollt ihr das denn sehen? Was wäre euch denn am liebsten? Wollt ihr täglich 15 Minuten folgen? Oder wollt ihr in der Woche mal eine Aufnahmesession, wie wir sie hier gerade machen, und die wir komplett auf YouTube dann hochladen werden? Ja, ich denke, wir werden es auch auf jeden Fall so machen, dass wir immer zusammen die Folgen hochladen, also zu jedem Abschnitt, damit man auch den Vergleich schön hat. Und noch eine ganz entscheidende Sache, wir spielen ja jetzt hier zu dritt. Und der geübte... Der gescheite Zuschauer weiß natürlich, dass dieses Spiel für 4 Spieler ausgelegt ist. Hold on. So, jetzt sagen wir mal kurz Hold on hier, damit wir unsere neuen Sachen hier angucken können. Just try and strike. I'm Come with me. Oh, und da haben wir ein Schild. No. Hold on. Was wir vielleicht sogar gebrauchen könnten. No. Ja, komm, das nehmen wir doch mal. Yes. Das nehmen wir doch. Zador, gib uns das. Ja, schön, denn dadurch kriegen wir jetzt ein bisschen mehr Gold. Und mehr Gold ist immerhin immer gut. Das kann man immer schön gebrauchen. Und hier haben wir jetzt auch den ersten der Follower, die im Solo-Modus nur freischaltbar sind oder die nur spielbar sind. Hier werden sie storytechnisch ein wenig eingeführt, indem er hier ein Gefangener war und jetzt seine Sachen zurückgeholt hat. Und gleich, sobald seine Story zu Ende ist, wird er auch wieder verschwinden, zurück ins Lager gehen und dort auf seinen einsam auf seinen Einsatz warten, der vielleicht irgendwann mal kommt, aber sicherlich nicht hier im Let's Play Together. Denn das ist es nun mal, ein Let's Play Together. Und da spielt man zusammen und nicht alleine. Wobei ich ja sowieso finde, kann man Diablo 3 überhaupt als Solo-Spiel sehen? Als Singleplayer-Spiel? Oder ist es wirklich schon mehr ein Multiplayer und man muss es im Multiplayer gespielt haben? Oder muss es generell im Multiplayer spielen und der Solo-Modus ist mehr oder weniger nur ein nostalgischer Hintergrund aus Zeiten, wo man noch nicht unbedingt eine Flatrate hatte und den ganzen Tag im Internet war, wie es heutzutage der Fall ist. Jetzt kommt hier der nächste Boss und das ist der John da. Und das ist ein Necromancer-Betrayer, der kann summonen, glaube ich. Ja, da summt er schon ein paar Skelette. Und da sollten wir natürlich immer schön auf die Skelette auch drauf gehen, aber ihn auch nicht ganz außer Acht lassen. Und jetzt kommt eine Szene, die vielleicht nicht für jeden Zuschauer geeignet ist. Und wir zoomen da jetzt auch mal gar nicht dran, damit wir da zu nah dran sind. Betrayal can never be forgiven. Nee, die brauchen wir nicht. Aber hier vielleicht das, was er jetzt gedroppt hat. Das könnten wir natürlich super gebrauchen. Ja, das brauchen wir unbedingt. Das nehmen wir. Und vielleicht will das hier jemand anders haben. So, da kam die Nachricht. Er ist jetzt zurück ins... No. Ach, da sagt er No zu, will er nicht haben. Ist ja auch egal, war ja nur ein Angebot. So, und jetzt haben wir den letzten Widerstand gebrochen und wir werden jetzt Lyric, the Dead King, zurückholen, um ihn zu besiegen. Auch so ein bisschen scheiße von uns, dass wir ihn erst wieder beschwören und dann, ja, kaputt machen. Aber das muss natürlich sein. Er hat hier viel Unheil gestiftet, die Untoten wieder auf die Erde zurückgeholt. Auch wenn er selbst nur als Geist im Moment verfügbar ist und seinen Körper noch nicht benutzen kann. Aber da wir ihn nur in seiner körperlichen Form töten können, müssen wir diese Nummer wiederherstellen. Und hier sind kleine Imps, die mich doch schon sehr an die Rattenmänner aus Teil 2 erinnern. Und da wären wir wieder bei dem Thema, dass manche Gegner wirklich schön umgesetzt wurden. Natürlich kann man sie nicht so darstellen, wie man sie damals dargestellt hat. Dazu ist die Grafik einfach viel zu weit fortgeschritten. Man muss ja immerhin auch mal überlegen, dass
zwischen dem ersten und dem zwischen dem zweiten und dem dritten Teil jetzt immerhin schon fast 10 Jahre liegen. Über 10 Jahre, 12 Jahre, wenn ich mich nicht ganz irre. Und in so einer Zeit, da ändert sich nun mal auch viel. Viel am Gameplay und viel an der Grafik allgemein gesehen. Und da muss man wirklich sagen, da hat man mit diesem klassischen Hack and Slay, ist man ein bisschen ein Wachstums eingegangen, weil es gibt nicht mehr so viele Hack and Slays. Es gibt hauptsächlich zum Beispiel so Spiele wie Dragon Age, die sehr taktiklastig sind und nicht so einfach draufhauen und es wird schon irgendwie klappen, so wie dieses Spiel jetzt hier ist. Aber trotzdem ist es so phänomenal angekommen, dass schon nach wenigen Tagen kaum noch Kopien verfügbar waren in den Märkten und da wirklich eine Preisschlacht entstanden ist und da auf Amazon zum Beispiel die Preise von bis zu über 80 Euro für die normale Standard-Edition herausgegeben wurden und von der Limited Edition, von der Collector's Edition gar nicht mal zu sprechen. Da wurden ja schon Preise angeboten, die war ja schon Monate ausverkauft und ich habe mir zum Glück, glaube ich, zum Glück habe ich es mir nicht angetan, auf eBay mal zu gucken, wie viel denn dafür verlangt wird für so eine Collector's Edition. Aber ich vermute, dass man da locker 300, 400 Euro für schon hinblättern musste. Weil manche Leute, die sind nun mal so, die wollen sowas unbedingt haben. Und ganz, sind wir mal ganz ehrlich, ich hätte mir auch die Collector's Edition geholt, wenn, ja, wenn der Inhalt vielleicht ein wenig schöner und besser gewesen wäre. Ich habe vor dem Release, habe ich gesagt, ich werde mir diesen Stick, wenn ich mir irgendwo her besorgen, weil ich fand ihn einfach genial designt. Aber jetzt, wo ich ihn einmal gesehen habe, muss ich sagen, er ist mir viel zu klein. Und was so ein Seelenstein, der muss schon so seine 5 cm haben, um einfach auszusehen. Und so ein Ding, das benutze ich auch nicht in der Uni oder sonst was. Das ist einfach ein Gimmick, was ich mir hier auf den Schreibtisch stellen will und da vielleicht ein paar wichtige Dateien, Fotos von Freunden oder sonst was drauflade. Das ist nichts, was ich für die Arbeit benutzen würde. Das hat halt einfach nur emotionalen Wert für mich, aber wenn das dann nur so klein ist, dann lohnt sich das für mich auch nicht. Weil, wie gesagt, ich möchte da halt auch ein bisschen repräsentativ arbeiten. Und hier ist eine verschlossene, vernagelte Tür, die wir natürlich nur durch rohe Gewalt öffnen können. So muss es ja auch sein in Diablo 3. Und das ist ja auch so ein Gimmick, was man gar nicht mehr kennt aus modernen Spielen, glaube ich, so richtig, dass es verschlossene Türen gibt, die man einfach kaputt treten kann. Und dass man hier auch, wie der Zardor es hier gerade vormacht, wirklich alles zerstören kann. Und hier ist was Blaues gedroppt. Schönes Schuhwerk. Und das gibt uns gleich mal nochmal 2% mehr Speed. Und das nehmen wir doch gerne an. Und da gucken wir mal. Ich glaube, die brauchen die Schuhe nicht. Sonst hätten sie sich schon gemeldet. Ich weiß nicht, inwieweit man das jetzt verstehen kann, wenn man hier schaut im Kampf, ob die anderen das wirklich hören, was man so sagt. Also jetzt mit den Emotions. Aber ich denke, wenn wir uns hier immer an Kampfpausen damit verständigen, dann wird das schon ganz gut klappen. Und wie gesagt, das ist jetzt auch erstmal nur für normal. Und auf Albtraum müssen wir wahrscheinlich sowieso dann im TS sein, weil dann muss man sich wirklich richtig gut absprechen. Das weiß ich schon aus Erfahrung. Und wahrscheinlich, also wenn wir soweit kommen, dann werden wir auf jeden Fall das über Skype oder TS machen. Je nachdem. Und seid gespannt darauf. Ja, und während wir hier durch diese Katakomben, durch diese Kathedrale Level 4 laufen und Barrikaden zerstören und Monstern mit Schilden kaputt machen, muss man doch immer wieder an die gefallenen Helden gedenken. Die vor uns hier waren, die ihr Leben geopfert haben, die Monster vielleicht ein wenig zurückgehalten haben, sodass wir hier jetzt so unbeschadet erstmal durchkommen. Und gleich den verrückten König stürzen können. Und all jene, die ihr Leben gegeben haben, werden viel zu wenig geehrt. Wir plündern ihre Leichen, wir nehmen ihr Hab und Gut und gedenken ihrer nicht mal einer Sekunde, geschweige denn, dass wir ihrer Familie die schreckliche Nachricht überbringen, damit sie dann doch Gewissheit haben. Aber so läuft es nun mal nicht, hier in Diablo 3, im Sanctuarium, in der Welt des Schreckens.
So, und natürlich geht es jetzt frisch ans Werk und weiter in Diablo 3 Let's Play Together mit mir, eurem geliebten Bing von Bings Krams. Und mit dabei sind immer noch Zardo und Meldorian alias Matti und Jo. Und wie gesagt, deren Videos hierzu findet ihr auf deren Kanälen, die ich dann auch verlinken werde. Und schaut euch das auf jeden Fall an, das wird auch super interessant werden. Und jetzt war schon fast eine kritische Situation, denn ich war hier, wurde zurückgeworfen und war daraufhin gestunt und habe dann ziemlich viel Damage gefressen. Das war schon fast eine schwierige Situation und auf höherem Schwierigkeitsgrad darf uns das eigentlich nicht passieren. Und jetzt nehmen wir hier mal Dorn, damit wir hier ein bisschen mehr Schaden machen. Und hier geht es nun weiter. In die Royal Krypta. Da haben wir einen Helm. Ja, natürlich, den haben wir natürlich für den guten Meldorian. Als Demon Hunter braucht er natürlich Geschicklichkeit. Wait. Jetzt machen wir hier mal gerade.